Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Racing-Fans, herzlich willkommen hier in iRacing bei 27 Grad Lufttemperatur, 29 Grad Streckentemperatur im Porsche Cup der Woche 2 auf Mount Panorama, aka Bathurst. Ja, so heißt die Strecke, die wir in iRacing durchaus bezeichnen können als das Monaco von iRacing, denn diese Strecke, die bietet relativ wenig Auslauffläche, unheimlich viele Wände, unheimlich viele Berge, unheimlich viele Täler und unheimlich viel Rennchaos. Deshalb wird dieses Rennen vermutlich sehr actionreich werden. Ich vermute zumindest mal, dass es sehr actionreich wird. Kann natürlich auch sein, dass es für uns weniger actionreich wird. Aber dann gibt es die Action im Nachgang. So viel sei schon mal vorweggenommen. Wie das Rennen für uns laufen wird, will ich auch nicht vorwegnehmen. Ich sag nur ganz einfach mal, es gibt vier Wege, Bathurst zu fahren. Langsam in die Wand oder schnell in die Wand oder langsam um die Strecke und ins Ziel oder schnell um die Strecke und ins Ziel. Ja, mal gucken, für welchen Weg wir uns heute entscheiden werden hier in Bathurst. Ihr seht's hier, die Wände sind nah. Curb, Wand. Ja, das wird vermutlich dazu führen, dass auch einige, naja, virtuelle Wagen ein paar Reifenspuren an den schön lackierten Wänden hinterlassen. Wie es die Originalautos auch gerne mal tun. Bathurst ist schwer zu fahren, finde ich. Die iRacing Aliens, die brettern hier durch. Das ist unglaublich, welches Speed die da an den Tag legen. Ich für meinen Teil kann hier gar nicht so einen Speed an den Tag legen, weil dann treffe ich die Wand. Garantiert treffe ich dann die Wand. Wer sich jetzt wundert, warum ich so um die Strecke schleiche in meiner Einführungsrunde hier ins Qualifying, dem sei gesagt, iRacing hat da so ein bisschen seine eigenen Methoden. So als Tipp für die Leute, die iRacing fahren. In manchen Autos macht es Sinn, die Einführungsrunde sehr langsam anzugehen. Ich habe in letzter Zeit häufiger mal die Frage gestellt bekommen, warum baue ich eigentlich eigene Setups für die Fahrzeuge? Auch diese Frage wird in diesem Rennen, spätestens aber im Nachgang, garantiert beantwortet. Da werde ich mal ein bisschen Stellung zu beziehen, was da dem einen oder anderen hier vielleicht passiert sein könnte. So, aber jetzt geht's erstmal hier auf eine schnelle Runde in Bathurst. Mount Panorama lässt grüßen. 2 Minuten 8 ist ein Optimum. 2 Minuten 10, 5 bin ich hier als schnellste Runde gefahren. Und im Qualifying möchte ich natürlich möglichst nah ran an meine Bestzeit, an die 2, 10, 5. Die rote Zahl da oben, die interessiert uns weniger, weil die aufs Optimum gerechnet ist und das war ja eine 288. Also können wir hier durchaus 1 bis 2 Sekunden verlieren nach dem Balken da oben, ohne dass wir, ja, unsere Bestzeit nicht schaffen könnten, sagen wir es mal so. So, man sieht schon, wie tricky das hier ist, wenn man versucht, einigermaßen schnell hier drumherum zu fahren. Du musst genau wissen, wo muss ich Gas geben. Wo muss ich stehen lassen? Wo darf ich lupfen? Wo muss ich bremsen? Und in welchem Gang muss ich welche Kurve fahren, damit ich nicht auch so eine Spur an der Wand werde? Der Porsche ist zudem auch noch sehr, sehr eigen. Denn nicht nur das Bremsen in diesen Bergauf- und Bergab-Passagen ist ein bisschen tricky, nein, auch das Bremsen mit dem Porsche ist ein bisschen tricky. Das gute Fahrzeug hat keine Traktionskontrolle, das gute Fahrzeug hat kein ABS. Und das gute Fahrzeug wird meistens gefahren mit einer Bremse, die ziemlich weit hinten sitzt, weil da auch der Motor sitzt und. Und das Ganze macht dieses Fahrzeug auf dieser Strecke wirklich zu einem Abenteuer. Mehr sage ich dazu nicht. Und ich persönlich hoffe immer auf, naja, Rennen mit möglichst wenig Action, aber Bathurst ist eine Strecke, die bietet eigentlich relativ viel Action. Ich muss das immer wieder wiederholen, wie viel Action Bathurst bietet, weil ihr werdet hier das actiongeladenste Rennen sehen, was ihr jemals gesehen habt von mir.
Garantiert. So, wir fahren eine 212-6. Das macht Hoffnung. So, die zweite Runde fängt ein bisschen besser an, wenn ich das richtig sehe. Die erste Runde ist meistens bei mir eine Sicherheitsrunde. Wo ich sage, erstmal eine Zeit setzen. Es gibt nämlich genug Leute, die es nicht schaffen. Und auf die zweite Runde, da gehe ich dann meistens Attacke. Und lass mal richtig knallen. Wohlgemerkt, wir rechnen hier auf die Optimum von 2.8 mit der Anzeige da oben. Das heißt, das komplette Bergaufstück bis hier ungefähr fahre ich eigentlich auf einer 2.8er Zeit. Das finde ich interessant. So, jetzt verliere ich hier, weil ich ein bisschen zu viel gerutscht bin. Also ich habe überhaupt festgestellt, dass ich hier oben die meiste Zeit verliere auf dem Berg und im Bergabstück. Hier bremse ich scheinbar ein bisschen zu früh. Und da sind wir eine Sekunde los. Der Drop ist hier auch so eine Geschichte für sich. Und die Falkenkurve hier, die ist nochmal eine ganz eigene Story. Ja, wäre ich beinahe an die Wand gefahren, musste ich nochmal lupfen. Nicht gut. Wenn man da nicht in einem Zug rauskommt, verliert man unheimlich viel Zeit. Und ihr seht, was ich jetzt alleine in diesem Bergabstück, ich sag mal ab Mitte Berg, bergab verloren habe. Da bin ich, glaube ich, von 0,3 Sekunden Rückstand auf 1,6 Sekunden Rückstand angewachsen. Jetzt habe ich mich hier noch verbremst, alles am Limit. Man soll es nicht glauben, weil es sieht so einfach aus und so easy, aber hey, da flattert dir das Herzchen, das kannst du gar nicht glauben. Ja? Muss man einfach mal selbst gefahren sein, um einzuschätzen, was das hier auch für eine Anstrengung ist, was das für eine Leistung ist und selbst was so ein, ja, ich sag mal 12-Runden-Rennen doch zu bieten hat. So, wir fahren eine 210-952, das ist die schnellere Runde. Damit haben wir uns qualifiziert, momentan auf Platz 8, 9 und wenn wir ins Menü kommen, wahrscheinlich dann Platz 10. Ne, Platz 9, immer noch Platz 9. Ja, wir haben hier Leute dabei, die fahren 2.8, 2.9. 2.10, 2.11, 2.12, 2.14 und welche, die haben irgendwie gar keine Zeit. Spannend, sage ich da nur. Spannend. So, springen wir, glaube ich, gleich zum Rennstart, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ich habe das Ganze ja mal wieder ein bisschen gecuttet und zusammengefasst. Ich will euch ja nicht langweilen mit stundenlangem Warten und hin und her klicken und machen und tun. Ja, da habe ich mal gecuttet. Und dann geht's ins Crit. Geht's doch, oder? Habe ich gecrittet? Ja, ich habe gecrittet. Irgendwann, irgendwie. So, vor uns gibt's ein bisschen Platz. Scheinbar will da nicht jeder aus der Startaufstellung starten. Mal gucken, ob da noch ein paar dazukommen. Und dann geht's los hier mit der Hatz um den Berg. Und da bin ich mal gespannt, wie das Rennen läuft. Ja, ich wollte dann hier irgendwie so das Lenkrad so ein bisschen rüber. Und dann habe ich festgestellt, nachdem ich das Lenkrad rüber getan habe, zieht es die ganze Zeit in die eine Richtung. Ich versuche dann die Reifen irgendwie so zu drehen. Aber seht ihr das? Wo das Lenkrad hin will, weil ich in die eine Richtung einschlage. Keine Ahnung, warum die Räder da so immer rüber wollen. iRacing ist manchmal echt seltsam. So, ich glaube, wir haben schon ein paar Dinge ausgeschaltet. Das ist ein C-Klasse-Rennen in iRacing. Das heißt, wir haben hier keinen Fast Repair. Ich habe das schon mal erwähnt im letzten Rennen. Vor uns sind noch einige Startplätze frei. Ach nee, hier schalte ich jetzt aus. Das ist Fueling, glaube ich, ne? Genau, Fueling wird ausgemacht, Windshield Tear-Off wird ausgemacht und die Räder werden ausgemacht. Ja, das Windshield Tear-Off, das ist eine lustige Geschichte. Jetzt mache ich die Räder wieder an, dann überlege ich mir, nee, ich mache sie doch wieder aus. Ja, ich habe gedacht, wenn ich in die Wand fahre, frische Räder können da ja eigentlich nicht schaden. Aber dann habe ich gedacht, na, nee. So, und die Startampel. Jetzt wird's spannend, Freunde. Vor uns sind Plätze frei.
Und green, green, green. Ja, neben uns, der kommt ganz gut weg. Wir verlieren einen Platz. Der 10. ist schon an uns vorbei. Jetzt in den Spiegel gucken. Achtung, Dive Bomb incoming. Ich mach die Tür zu und sag, dann fahr mich halt um. Und er geht stärker an die Bremse und wir können unseren Platz verteidigen. Ich wollte da jetzt nicht so gedivebombt werden und habe einfach gedacht, na, da muss er mich umfahren, wenn er vorbei will. Von wegen, ich mach Kaffeefahrten, ne? Auch ich verteidige meine Position, vor allem wegen Leute, die da so reingestochen kommen. So. Hier um die Kurve. Schön den Berg hoch und ich glaube hinter uns. Nö, läuft noch alles ganz okay. Oh ja, die erste Runde. Wenn die Autos noch dicht zusammen sind, mittleres Herzinfarktrisiko jedes Mal. Da sind die Hände nass und bloß nicht in die Wand fahren. Da kamen sie ganz schön nah, so im Windschatten. Kann der Flügel nicht ganz so doll arbeiten, wie man das denkt. Und Action! Rauch, viel Rauch. Wir kommen drum rum. Ich habe hier irgendwie einen Phantomkontakt. 0x. Ich habe auch nichts gespürt. Ich war der Meinung, ich bin vorbei. Netcode hat wohl einen leichten Kontakt gemeldet. War 0x. Hat mich so verwundert, da ich erstmal langsamer um die Kurven bin, weil ich gedacht habe, wir wollen ja nicht mit irgendeinem Schaden gleich hier ausscheiden. So, dann fahren wir diesem Dreiergespann hier nach. In der Bergabpassage. What the fuck? Stupid moron. Das ist geil, immer der Chat. So, und dann denke ich so, Alter, da ist hier einer in der Wiese und Torpedo, Treffer versenkt. So, wir bleiben außen, weil der hier ziemlich energisch auf die Strecke kommt. Da dachte ich schon, Alter, der fährt mich jetzt gleich um. Ah, da gehen die Ersten schon ab in die Box. Wir machen Plätze gut. Ja, in der Box scheinen schon ein paar Fahrzeuge zu stehen. Und wir sind Vierter. Interessant. Das war Runde 1, jetzt kommt Runde 2. Und irgendwie ist vor uns kaum noch einer zu sehen. 10 Sekunden sind sie schon weg. Also nach vorne haben wir Luft. Nach hinten ist es ein bisschen enger. Da will irgendwer ein bisschen näher kommen, habe ich so einen Eindruck. Und jagt uns. Wir kommen aber ein bisschen weg hier im Bergaufstück. Jetzt kommt er wieder näher. So 3 Sekunden ungefähr ist er hinter uns. Sieht im Spiegel, den ich habe, weiter aus, wie es in echt ist. Und hier haben wir schon wieder gelbe Flaggen. Ich bin da lieber mal ein bisschen vorsichtiger, wenn da gelbe Flaggen sind, weil du weißt ja nie, ob da irgendwo einer steht. Es ist ärgerlich, wenn da einer steht und du fährst rein. Ja, nutzt natürlich der Gegner, um näher ranzukommen. Entweder hatte der keine gelbe Flaggen oder sie interessieren ihn einfach nicht. So, und dann geht's das zweite Mal den Berg runter. Auf die lange Gerade. Ja, ich habe einen 140 Grad Field of View im Rückspiegel, damit ich Autos sehe, die neben mir sind. Hört sich blöd an, aber ja. Ich sag's mal so, was ich im Rückspiegel nicht wirklich erkennen kann an Fahrzeugen, die hinter mir sind, die sind für mich auch keine Bedrohung, weil die sind noch zu weit weg. Wenn ich da im Spiegel einen erkennen kann, dann bedeutet das, jetzt haben wir ein Problem. Und das Problem kommt langsam näher mit 1,2 Sekunden Rückstand. Das war Runde 2, auf geht's in Runde 3 von 12. Und ihr seht schon, ganz viele Blaue, die irgendwie an der Box stehen. Und vor uns ist irgendwie auch noch einer rausgefahren. Der ist 45 Sekunden vor uns. Das ist auch blau. Das ist auch, ja, zum Überrunden steht der an. Und wir sind, oh Wunder, plötzlich Platz 3. Was ist passiert mit Platz 3?
Weg war er. So, und hinter uns ist jetzt der neue Platz 4, der unbedingt auf Platz 3 will und kräftig Feuer gibt. Aber ich will nicht pushen hier. Ne? Ich will nicht pushen. Ich gehe die Methode, ich will schnell fahren. Einigermaßen schnell, in Anführungszeichen. Und ich will ins Ziel kommen. Ich will nicht so schnell fahren, damit ich in der Wand lande. Weil die ist nah, wie ihr seht. Immer und immer wieder. Echtes Highlight. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Bathurst nicht meine Lieblingsstrecke wird. Ich kann Monaco nicht gut und ich glaube, ich kann Bathurst auch nicht gut. Da habe ich mich verbremst, kann das Auto gerade noch halten. Hinter mir der gute Ben leider nicht. Da droppt die Zeit. Und dann haben wir jemand Neues hinter uns. Und dann war er weg, der Ben. Sehen wir auch noch, was da passiert ist. Ich habe euch ja ein actionreiches Rennen versprochen. Aber jetzt haben wir 12 Sekunden nach hinten. Zunehmend. Oh, und Ben hat disconnected. Das hört sich nicht gut an. Und wir haben 16 Sekunden nach vorne. Ich habe euch ein actionreiches Rennen versprochen. Jetzt scheint das irgendwie kein wirklich actionreiches Rennen zu werden, weil 16 Sekunden nach vorne, 10 Sekunden, 12 Sekunden nach hinten. Ja. Wo ist die Action? Naja, wir müssen ja noch gegen die Strecke kämpfen. Vielleicht passiert uns ja noch ein Unfall. Nur weil wir jetzt auf Platz 3 liegen und so viel Platz nach hinten und vorne haben, heißt das ja nicht, dass wir auch auf Platz 3 ins Ziel kommen, oder? Fahrfehler, ihr wisst, da bin ich ein Fan von. Kann mich immer noch aus dem Rennen reißen, der Spaß hier. Ich hoffe drauf, dass es uns nicht aus dem Rennen reißt. Meine Lieblingspassage. Wenn du hier einen Fehler machst, stehst du quer. Wenn du hier die Wand küsst, stehst du in der Wand. Und wenn du hier nicht rechtzeitig bremst und runterschaltest, drehst du dich hier. So passiert ein Ben. Und ich konnte es verhindern, glücklicherweise. Der Nächste, der disconnected. 20 Sekunden nach vorne und 25 Sekunden nach hinten. Jetzt versprach das Rennen irgendwie, naja, die Action zu verlieren. Aber wie gesagt, ich kämpfe ja immer noch gegen die Strecke, noch kann alles Mögliche passieren. Noch kann uns ein blöder Fahrfehler, für den ich immer zu haben bin, noch aus dem Rennen reißen. Der verliert hinter mir aber ganz schön Zeit. Also entweder ist der verdammt langsam oder der hat irgendein technisches Problem. Platz 11, überrundeterweise, befindet sich vor uns und jagt Platz 2. Auch eine interessante Konstellation. Oh, und es gibt einen neuen Platz 4, der uns jagt. Der so viel Zeit verliert, der ist jetzt Platz 5.
Ich gegen die Strecke und ich gegen leckende Videos. Ich hoffe, das läuft alles hier ohne Probleme. Denn das Ganze ist natürlich wieder nachkommentiert, während ich hier so durch die Schluchten von Bathurst reite, kann ich beim besten Willen nicht auch noch kommentieren. Das geht einfach nicht. Das ist too much. Da muss ich mich echt auf anderes konzentrieren. Wer es mir nicht glaubt, wie anstrengend es ist, iRacing zu fahren, kann ja gar mal meinen Reflink benutzen, meine E-Mail-Adresse eintragen und mit dem Promocode von CryptTV, den ich, wenn er mich anschreibt, gerne weiterleite, weil es ist nicht mein Promocode, aber es ist einer, der funktioniert, für $12 drei Monate lang iRacing testen. Und er kriegt dazu sogar noch ein GT3-Fahrzeug geschenkt. Heißt mit anderen Worten, was normalerweise $36, $48 kostet ungefähr, kriegt ihr für 12. Da kann man dann mal drei Monate lang ein bisschen Mazda fahren und andere Dinge, die im Free-Content mit drin sind, und kann mal gucken, wie sich die Autos denn so fahren. Ob das wirklich alles so einfach ist, wie es aussieht. Also ich sag euch dazu nur eins, ich habe die Tage bei einem Streamer gesehen, der mal auf einem Account von einem Bekannten unterwegs war. 6 Jahre Erfahrung mit Gran Turismo hat er gesagt. Und mit Project Cars. Er ist Nordschleife gefahren, weil er die am besten kennt. In einem GT3-Fahrzeug von iRacing. Ich sag's nur so, es hat lang gedauert, bis er eine Runde hinbekommen hat. Und nach der Runde hat er von sich gegeben: Ich habe noch nie so gezittert nach einer Runde auf der Nordschleife und noch nie so geschwitzt. iRacing ist wirklich eine andere Hausnummer. Also am besten könnt ihr das vergleichen mit Assetto Corsa. Assetto Corsa ist ungefähr genauso tricky zu fahren wie iRacing. Allerdings hat iRacing ein wirklich brutales Schadensystem. Wenn ich hier nur einmal die Wand berühre, habe ich sofort einen Plash-Schaden, der mich Speed kostet wegen aerodynamischer Verformung. Oh, und irgendwas ist mit unserem Führenden passiert. Der ist nur noch 8 Sekunden vor uns und ist noch ein Zweiter. Kuriose Geschichte, da vorne sehen wir ihn sogar. Na gut, der ist aber vermutlich so schnell, dass wir den nicht kriegen. Es sei denn, er hat einen Schaden und muss jetzt an die Box. Jetzt wird's spannend. Gucken wir nochmal zu hier in der 6. Runde von 12 in Bathurst. Na, er ist wohl an der Box vorbeigefahren. Er wird nicht wirklich langsamer. Ja, Action, ne? Action pur hier. Mein Kampf gegen die Strecke. Erinnert so ein bisschen an Time Trail. Aber wie gesagt, es ist härter, wie es aussieht. Ja, ich bin auch bewusst, man sieht das ja, ich fahre langsamer. Ich push nicht wie ein Bekloppter, weil ich sage, Platz 3 wäre für mich ein Wahnsinnserfolg. Bin immerhin auf 10 gestartet oder auf 9 gestartet. Und nicht in die Wand fahren hat ja oberste Priorität, ja? Weil, wie oft haben wir es denn schon erlebt in Rennen auch, die ich auf YouTube gezeigt habe, wo sich Platz 1 und Platz 2 in einem heißen Duell, oder in einem richtig heißen Duell, in die Wand gestopft haben, ja? Oder ausgeschieden sind oder einen Unfall gebaut haben. Und da habe ich einfach gesagt, also wenn ich hier auf Platz 3 wenigstens ins Ziel komme, habe ich immer noch die Chance auf einen Sieg. Dafür darf ich natürlich nicht in die Wand fahren. Und dafür müssten die anderen zwei jetzt noch einen fatalen Fehler machen. Aber das ist der Grund, warum ich hier wirklich, ich sag mal, gediegene 3 bis 4 Sekunden langsamer fahre, als ich könnte. Aber ankommen ist einfach wichtiger, weil hier ist auch der Asriel Nasli disconnected. Der war ja mal kurzzeitig hinter uns auf Platz 4. So schnell kann es hier gehen. Und deshalb sage ich, das ist, es sieht einfacher aus, als es ist.
Für alle, die denken, na, jetzt fährt er da allein seine Runden runter. Viel Abstand nach hinten, viel Abstand nach vorne. Kann ja nichts passieren. Ne? Also erstens kann es passieren, dass die Strecke mich killt. Zweitens kann es passieren, dass ich auf irgendwelche komischen Überrundeten treffe, die nicht raffen, dass ich sie überrund. Oder die meinen, dass sie schneller sind als ich und wollen unbedingt vor mir bleiben und fangen an zu kämpfen. Das kann alles hier passieren. Wir sind hier in iRacing. Ich glaube, als ich gefahren bin, gab es zwei Splits. Der Top-Split, da war ein Kumpel von mir drin, der ungefähr 400 iRating mehr hat als ich. Und der Bottom-Split, also der Low-Split, da war ich drin. Das waren die einzigen beiden Splits, das heißt, wir haben hier echt alles zusammen. Leute, die ein 2000er iRating haben und Leute, die ein 800er iRating haben. Also man muss das Ganze hier schon deutlich unterscheiden. Das hier ist jetzt nicht alles eine Leistungsstufe. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass die Leute, die so ein, ich sag mal, 600er, 700er iRating haben, dass die so auf dieser Strecke mit sich und ihrem Fahrzeug beschäftigt sind, dass wenn da einer ankommt, der sie überrunden will, die so überfordert sind, dass sie teilweise, ohne dass sie es wollen, demjenigen in die Karre fahren. Und deshalb ist hier noch nichts in trockenen Tüchern. Solange wir gefahren sind oder immer noch fahren, ist hier noch alles drin. Sowohl der Sieg als auch das Ausscheiden. Ja, und ein falscher Winkel und ihr seht, wie weit ich rauskomme. Wäre da jetzt eine Wand gewesen, anstatt Wiese und Curb, hätte es gemacht, bumm. Entsprechend ängstlich fahre ich ja noch hier um die Kurven, denn wir sind in Runde 8 von 12 und es ist nicht mehr weit bis ins Ziel und wir haben so viel Luft nach hinten und so wenig Chancen, den zweiten zu kriegen. Warum soll ich hier mehr riskieren? Der dritte Platz, absolut super fürs Nummer 10 Auto. Das heißt, ich hatte in diesem Split von, ich weiß gar nicht, 15, 20 Fahrern das zehnthöchste iRating. Oder mit anderen Worten, ich war der 10-Schlechteste. Aaron macht hier einen verdammt guten Job. Ich vermute mal, der ist relativ neu in iRacing, denn der ist Startnummer 12 und liegt auf Platz 1. Also entweder ist er ein Ultra-Alien, der gerade erst angefangen hat zu zocken hier in iRacing. Oder der hat jahrelang trainiert, um hier in Bathurst die beste Rundenzeit zu fahren. Aber ich vermute, er ist neu. Nummer 3 hingegen, das heißt, der hat das dritthöchste iRating dieser Gruppe, ist nur auf Platz 12, weil der hatte einen kleinen Unfall. Und deshalb, also wenn ich mit dem zehnthöchsten iRating hier auf Platz 3 fahren kann, das wäre ein Wahnsinnserfolg. Ja, und bei mir ist hier alles dabei. Ich will einfach nur irgendwie sicher um den Kurs kommen. Da, ob das eine 2.13 ist, eine 2.14 ist, spielt für mich keine Rolle. Die Räder fangen langsam an abzubauen. Ab Runde 9 ungefähr. Auch da muss man natürlich drauf aufpassen, dass der Gripverlust im Laufe des Rennens immer größer wird. Die Strecke wird auch langsam dreckig. Das heißt, wenn ich abseits der Ideallinie fahre und ich weiß beim besten Willen nicht, ob meine Ideallinie die ist von allen Fahrzeugen, die hier fahren, kann es passieren, dass wir uns Dreck aufsammeln, was die Räder noch rutschiger macht. Und dann könnte es durchaus passieren, dass wir eine komische Begegnung der dritten Art mit einer Wand haben. Deshalb Konzentration pur. Einfach nur durchhalten. Drei Runden müssen wir noch. Nach vorne geht nichts. Nach hinten keine Gefahr. Und wer wirklich denkt, dieses Rennen hat ja gar nichts zu bieten,
ist tot langweilig. Der soll einfach mal warten, was nach dem Rennen noch kommt. Weil ich habe euch versprochen, dieses Video hat die meiste Action all meiner iRacing-Videos bisher. Das hören wir durchwachsen gern. Gut, wir können noch 5 Runden fahren. 10 von 12 sind wir gerade, werden wir wohl schaffen bis ins Ziel. Ansonsten hört man die Nachricht nicht so ganz gerne, weil das bedeutet, der Tank wird langsam leer. Und wenn der Tank leer ist, dann fährt das Auto nicht mehr. Und auf Platz 3 liegend, ohne Treibstoff auszuscheiden, das wäre selten dämlich. Das wird richtig Aua machen. Danach würde ich wahrscheinlich meinen Kopf hier auf den Tisch prügeln, bis die Tastatur bricht. Und ihr seht es, immer schön der Wand lang. Das ist Bathurst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man da in echt fährt. Wenn du einen Fehler machst, fährst du in die Wand. Das Auto ist kaputt. Das Team ist enttäuscht. Die ganze Boxencrew ist fertig mit der Welt. Schütteln den Kopf. Der Teamchef sagt, ich habe einen falschen Fahrer engagiert. Die Versicherung beißt sich einen Finger ab, weil sie einen Schaden bezahlen müssen. Übrigens, da gibt es ein sehr, sehr interessantes Video von Daniel Abt. Ich weiß nicht, ob ihr Daniel Abt seinen Kanal schon kennt hier auf YouTube. Da macht er ab und zu mal Videos, wo er auch ein paar Dinge erklärt. Ultra interessant. Hat er vor kurzem erklärt, wie das ist, wenn auf der Rennstrecke ein Schaden passiert unter Privatfahrern. Ein Privatfahrer hat eine Versicherung und die kommt für den Schaden am eigenen Auto auf. Und es spielt keine Rolle, ob dir einer in die Karre fährt oder du einem in die Karre fährst. Deine Versicherung kommt für den Schaden an deinem Auto auf. Und so ein Frontflügel kostet 25.000 Euro. Zumindest in einem GP3-Fahrzeug. Das ist er mal gefahren, als Privatfahrer sich ins Team eingekauft. Da hat er die Erfahrung gemacht, dass so ein Frontflügel 25.000 Euro kostet. Und wie hat er das formuliert? Selbstbeteiligung sind 10.000 Euro oder so. Also könnt ihr euch vorstellen, wie teuer der echte Rennsport ist. Deshalb fahre ich lieber iRacing. Ist ein bisschen billiger. Bezahlst du zwar 100 Euro, wenn du eine Saison fahren willst, wenn du die Strecken und Autos alle noch kaufen musst. Kann das schon mal 100 Euro kosten, aber erstens, ihr verliert es nicht und zweitens, wenn ihr in die Wand fahrt, ich glaube, so ein Porsche Cup ist teurer. Und da wird, wie gesagt, im echten Rennsport nicht unterschieden, ob ihr schuld seid oder nicht. Also das heißt, wenn euch da einer, ihr liegt in Führung, alles ist bestens und überrundet da, macht irgendeinen Fehler und räumt euch voll von der Strecke und schiebt euch in die Wand, euer Auto ist ein Totalschaden, dann kommt die Versicherung, sagt, wir bezahlen den Schaden und hiermit kündigen wir Ihnen die Versicherung. Viel Spaß noch auf Ihrem weiteren Karriereweg und du musst 10.000 Euro löhnen. Kannst nichts dafür. Ich verstehe langsam, warum die sich manchmal boxen. Nach einem Crash. Deshalb brauchst du da gute Sponsoren, große Firmen hinter dir, damit du es überhaupt erlauben kannst, im Motorsport mitzufahren. So, Runde 11 von 12. Heißt, wir dürften gleich in die letzte Runde gehen, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir es geschafft. 20 Minuten wäre Hardcore. 20 Sekunden nach vorne und nach hinten, keine Ahnung. 50 Sekunden hinter uns ist ein Überrundeter. Das heißt, da haben wir fast über eine Minute wahrscheinlich Vorsprung auf den Viertplatzierten. Uns kann beim besten Willen nichts passieren. Und deshalb fahren wir auch eine 2.13.2 und machen hier überhaupt keinen Stress. So, weiße Flagge bedeutet letzte Runde. Und dann, ich hab's euch versprochen, kommt die Action. Ja, weil wenn ich euch sage, es gibt Action in diesem Video, dann gibt's auch Action in diesem Video. Und wenn es die Action nicht gab, weil ich Fehler gemacht habe und weil ich ein kurioses Rennen gefahren bin,
schneide ich euch halt noch ein paar gute Szenen zusammen am Ende vom Video. Habe ich mir abgeguckt, gebe ich zu. Gibt einen englischen YouTuber, MTBox, bisschen flotter als ich, gebe ich offen zu. Aber ich arbeite dran, dass ich irgendwann mein Rennen mit ihm gemeinsam bestreiten kann. Auf jeden Fall, dieser MTBox, der hat sowas, das nennt sich Carnage Report. Finde ich unheimlich lustig. Dann habe ich mir gedacht, für dieses Video mache ich mir mal die Mühe und suche euch wirklich die Unfälle raus, die es in diesem Rennen gab. Und man soll es nicht glauben, das war richtig Arbeit. Mittlerweile befinden wir uns schon in der Hälfte der Saison, der Woche 3 in Saison 2 2017. Und dieses Rennen kommt aus Woche 2 der Saison 2 2017. Das heißt, das Rennen bin ich, glaube ich, schon vor... Wann bin ich das Rennen gefahren? 5-6 Tagen. Die restliche Zeit ging dafür drauf, hier Carnage Report zusammenzuschnippeln. War nie so einfach. Gab viel Action. So, die letzten Kurven. Die vorletzte haben wir hinter uns. Jetzt nochmal ein Stück gerade. Dann kommt die letzte Kurve. Die Zielflagge wird schon geschwenkt. Einmal um die Kurve und wir sind Dritter und ich fahre die Boxenmauer, um das mit meinem Team zu feiern. Was natürlich nicht an der Box steht, weil es das nicht gibt. Ja, das ist ja eine Simulation. Oh, überlebt. Wir haben es überlebt. Bathurst. Und guckt euch das mal an. 1 Minute 56 ist der Viertplatzierte hinter uns. Ne, 1 Minute 10 ist der Viertplatzierte hinter uns. Und dann 3 Runden, 5 Runden, 6 Runden, bis zu 10 Runden. Und ich hab's euch gesagt, wie gesagt, ich hab's euch gesagt, ja. Dieses Video hat unheimlich viel Action. Und jetzt kommt die Action. Das war am Start. Verbremst, dreht sich in einen rein, hätte beinahe noch einen anderen mit abgeräumt. Echt Schwein gehabt, Kollege, dass du den halt auch noch weggepumpt hast, ne? Weil, hätte mir mit Sicherheit Ärger gegeben. Und der weiß noch nicht, dass er heute den schlimmsten Tag in seinem Leben hat. Wirklich, glaubt's mir, der hat den schlimmsten Tag in seinem Leben. Weil anders kann man nicht beschreiben, was ihm gleich passiert. Hier ist noch die Welt in Ordnung, aber jetzt kommt, Achtung, Punt 1. Punt 2. Und ich hab's euch gesagt. Punt 3. Es war wirklich der schlimmste Tag in seinem Leben. Punt 4 blieb ihm zum Glück erspart. Arme Sau. Zwei Runden. Ne, 2 Kurven weit kam er. Dann stand er in der Box. Ja, dann diese kuriose Szene hier. Die haben wir live miterlebt aus meinem Cockpit. Sieht man mich auch gleich noch vorbeihuschen. Pum! Pum! Rea, da komme ich vorbei. Kein Kontakt. Tja. Das ist echt kurios. Und da hat es ein paar Porsches gedellt. Und da fährt noch einer in die Wand. Holla die Waldfee. So, hier nochmal eine andere Perspektive. Das war der, der mich beinahe abgeschossen hätte beim Start. Der da reingedeift ist. Der verliert hier das Auto. Und gegen Pendler. Und Bomm. Und dann haben wir noch den hinter uns, ja. Wie komme ich durch und wie kommt er durch? Ich mache hier eine Vollbremsung und er dreht sich. Und warum dreht er sich im Gegensatz zu mir? Naja, weil ich davon ausgehe, dass er die Bremse weiter hinten hat, genau wie der Kollege. So, und hier haben wir dann auch noch so einen speziellen Fall. Yes, im Drift zwischen den Autos durch. Ach ja. So, und hier sehen wir nochmal die Situation aus der Sicht dessen, der abgeschossen wurde, weil das ging ja noch weiter. So, erstmal wird er hier nochmal getroffen. Jetzt ist er hinten kaputt, jetzt ist er vorne kaputt. Jetzt fährt er zum Glück gerade hier weg, denn im nächsten Moment fliegt hier ein Auto genau in die Position. Das heißt, da wäre er nochmal getroffen worden. Er nimmt die Fahrt wieder auf, kommt hier an die Wand. Bumm, und nochmal an die Wand.
kurios. Dieses Rennen, echt so herrlich, die Action. So, auch die Szene haben wir geklärt. Er hat schon mal geguckt, wie sich so das Gripverhältnis vom Rasen anfühlt, da oben. Und jetzt jagt er dem hier nach und hat sich so als Plan gesetzt. Wir nehmen einfach mal eine Abkürzung, glaube ich. Also ich glaube, sowas hat er gedacht. Oder er hat ihn einfach verloren. Auf jeden Fall sehe ich keine Bremslichter. Da sehe ich Bremslichter. Oh nee, doch, die sind an. Die sind an. Und er bremst durchs Kies und... Volltreffer! Göttlich. Hier komme ich durch. Und achtet mal auf den Hintergrund. Das sehen wir jetzt. Da war nämlich der Kollege, der dann einfach mal hier durchfahren will, wo einer noch langsam unterwegs ist. Und den schießt er einfach mal ab in die Wand. Auch nice, ne? Freundlich, die Herren hier. Einfach mal ins Heck gefahren. So, und hier sehen wir den Kollegen. Das Leiden der gelben 13. Wenn ich schon die Startnummer 13 habe, brauche ich mich nicht zu beschweren, wenn es mir so ergeht wie ihm. Also erst trifft ihn hier unser Torpedofahrzeug. Dann kommt er etwas skurril auf die Strecke zurück. Wir können zum Glück ausweichen. Jetzt entscheidet er sich, er fährt in die Box und die Story nimmt ihren Lauf. Echt übel. So, er hier berührt die Wand und überlegt sich dann, ich habe die Wand berührt, von hinten kommt einer, wir machen dem mal Platz. Ja, dann komm vorbei, wir machen dir Platz. Dann fahren wir nochmal an die Wand und nochmal an die Wand. Und ja, dann stellen wir ihn ab und ich glaube, das war's. Das war übrigens die Boxengasse in der Zwischenzeit im Rennen. Ein bisschen Rush Hour hier. Stehen ein paar Porsches rum. Falls einer von euch einen Porsche will, da in der Boxengasse in Bathurst sind welche zu finden. So, das war die große Verfolgung hinter mir. Gleich mache ich vorne den Fahrfehler und wir sehen, was dem Kollegen passiert ist. Wirklich dramatisch. Die Szene sehen wir bald nochmal. Die kommt zweimal vor. Weil das, was hier gleich noch passiert, ist der Auslöser für was anderes. Achtung und Butz. Verrückt. Crazy. Wirklich crazy. Das war, soweit ich weiß, der Führende zu dem Zeitpunkt. Der sich auch hier verbremst. Und dann erstmal nach vorne fährt und auf der Bremse stehen bleibt. Und das ist genau das, was man machen sollte, wenn man einen Unfall hat. Einfach auf der Bremse stehen. Versteht ihr? Stehen bleiben, nicht rollen, dass der andere einen Platz hat. So, und hier sehen wir nochmal die Szene. So, Butz. Und jetzt verfolgen wir mal ihn. Ist äußerst interessant. Er hat sich gerade eben hier das Auto verbogen. Er ist dann wirklich so noch rundenlang hinter uns hergefahren, um dann sein Rennen grandioserweise hier oben auf dem Berg so zu beenden. Das war's. Ja, und das hat uns auch nochmal ein bisschen Luft verschafft, glaube ich. Wenden in drei Zügen. Will gelernt sein. Der hat so ein Glück, dass da kein anderer angeflogen kommt, der noch meint, er müsste irgendeine Rekordrunde aufstellen. Sonst hätte er vielleicht auch mit einem Achsbruch das Rennen beenden müssen. Und das hier, das ist Bremse zu weit im Heck, Teil 1. Und nein, was jetzt kommt, ist keine Wiederholung. Wirklich nicht. Es ist keine Wiederholung. Es ist wirklich keine Wiederholung. Aber es zeigt, was Bremse im Heck bedeutet, wenn du nicht weißt, was dich erwartet. Weil das ist Bremse im Heck Teil 2.
Und deshalb baue ich Setups selbst, weil da weiß ich, was mein Auto macht. Wenn ich mir einfach eins runterlade und trete auf die Bremse und lenke ein, wie ich das immer tue, kann es passieren, dass mir Heck ausbricht. Und das ist vielen passiert hier in dem Rennen. Hat man in vielen Unfällen gesehen, dass da immer Heck kam. So, und hier sehen wir nochmal meine Zieleinfahrt. Und dann gibt es noch als Bonus obendrauf einmal den Start und dann bin ich raus. Sag an der Stelle danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.